Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2, mit dem wir Boss sehen haben, mit dem wir nicht viel anfangen. Ich zumindest nicht. Und naja, die nicht mehr genug Sehen geben für ein Level Up. Ach, ist das tragisch und traurig. Egal, wir können aber zum Eisenschloss. Und das werden wir jetzt auch tun. Denn das ist unser nächstes Ziel. Ja. So. Nun, ich habe halt wieder nachgeschaut, da mache ich euch nichts vor. Was, bei einer Sache hatte ich wenigstens irgendwie noch leicht Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch das Richtige sei. Mythos Bogenklinge. Aufgrund dessen, dass im Namen Bogen drin stand, dachte ich, ich kriege einen Bossbogen. Es war aber kein Bogen. Es ist sowas wie Deutsch. Toll. Mann. Na gut. Es sollte wohl nicht so sein. Ist hier drüben was? Lava. Jede Menge Lava. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach über die Brücke und hallo der Herr. Na gut, er hat mir immerhin auch eine reingegeben. Es ist okay. Es ist okay. Aber ja, ich habe die beiden anderen Bosseln verbraucht und naja, wie ihr seht, ich habe nicht genug Seelen für ein Level-Up. Das ist toll. Genau das will man immer sehen. Sharon? Ah. Die ist auch noch flink, die Katze hier. Miau! Warte, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Wenn du nichts dagegen hast, Fechterin. Boah, die Rolle nach hinten war ein bisschen für den Arsch für dich, wenn du mich fragst. Hm. Ach komm. Gut, ein Training erledigt. Gab kaum Sehen, wie immer. Gib mir nur auf den Zeiger sowas. Yay! Wir können weiter. Öffne die Tür! Wunderschön, nicht wahr? Jo. Ach, da ist einer. Da ist einer. Hui! Ja, die kriegt man auch mittlerweile gut erledigt. Alone Ritter! Hey! Was soll denn das hier? Ich wollte in Ruhe lesen. Sag mal! Du legst dich mit dem falschen Bogen an. Was? Der muss wohl einen starken haben, so wie das aussieht. Au! Der tut sogar weh, den merke ich. Ach, du willst mich jetzt verarschen. So, runter da. 710 mittlerweile. Kann ich das irgendwie gehen? Ah, heiß, 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 heiß. Ich habe nicht gesehen, was ich bekommen habe. Verdammt! heiß, heiß, heiß. Okay. Ah, da ist einer. Hey, du. Ah, ihr habt aber eine gute Reichweite. Da will ich euch nichts vormachen. Wir haben eine gute Reichweite. Dieser Ort wird wahrscheinlich noch unangenehm. Warte, das sticht sogar durch. Mal schnell aus dem Weg nehmen hier. Aus dem Spiel nehmen. So rum, ja. Trinken. Trinken. Okay, der Ort ist ja für mich gefühlt anspruchsvoll. Muss aber sein! Wusste ich's doch! Ich wusste es! Ah! Bist du gefährlich? Hopp. Feuerfall. Hier. Hier war der Bogenschütze auf jeden Fall. Was ist das weiße Zeug? Hat das meine Ausrüstung jetzt kaputt gemacht? Nein, okay. So, was haben wir hier? Eisengroßpfeil. Und Wahrheitsverkünder? Sage ich nicht nein. Ernsthaft, was ist das?
Guckt euch das nicht an. Ah! Oh Gott. Oh mein, oh Mann. Jetzt bin ich wieder hier, richtig? Oh Gott, das wird schon wieder so ein großer, großer Ort. Oh, hey! Könnte ich dich auch fragen? Wollte ich das? Magie, 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 Magie. Toll, danke. Oh, die Banditenrüstung hat er. Und Narrenrüstung. Was? Ölfluchresistenz. Wow. Ein Menschenbild. Er verkauft auch einen Duftzweig für 7500. Die alte Dame hat mich abgezogen. Was ist das? Sehr gut, Maske. Ach nein. Ach nein. Ich glaube. Nein. Rotze. Hey, den nehmen wir gleich mit. Da denke ich nicht lang drüber nach. Das kann ich immer gut gebrauchen. Ansonsten, ja. Ja, ciao. Bei Duftzweig brauche ich nicht wirklich lange nachzudenken. Also, die kann man immer gut gebrauchen. Prinzipiell. Das ist schön. Schön, dass ich endlich bekommen habe. Schauen wir mal weiter. Ach komm! Uncool. Headshot! Headshot! Whoop. Ey. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Ich bin Meisterbogenschütze, ja. Oh hey, ein Ofen. Oh hey, eine Nebelwand. Oh hey, vieles. Ach komm. Die bewegen sich irgendwie richtig schnell. Aber auch irgendwie total albern. Ah. Ah. Was ist das? Warum bewegt es sich so komisch? Ach, Dreck. Ah, der Bogenschütze stört ein wenig. Er stört wirklich ein wenig. Alter, sogar hier trifft er mich noch. Ist das ein Ernst? Gut. Der jetzt runter? Du siehst mich nicht, damit das klar ist. Oh, Item. So, den da oben schnappe ich mir auf jeden Fall gleich. Reparaturpulver und Seelen. Ja, kann man immer mitnehmen. Ist auf jeden Fall keine verkehrte Sache. So, jetzt will ich aber erstmal nach oben den Typen hier mal hart rannehmen. Der hält auf jeden Fall gut was aus. Gibt doch wesentlich mehr Seelen. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Was haben wir denn drinne? Glitzerndes und Lebensring plus 1. Interessante Ausbeute. Ein Ring plus 1. Gucken wir einfach mal nach. Erhöht maximale TP. Maximale TP zu haben. Ist eigentlich nichts Verkehrtes, verdammt. Da wollte ich nicht lang. Aber da muss ich ja eigentlich auf den Seelenring verzichten. Weil der Rest, den möchte ich eigentlich gern drin haben. Aber ich mag Seelen. Ich finde Seelen immer so toll. Da ist Nebel. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Nebel betätigen. Ist nichts. Okay.
Was passiert jetzt, wenn ich die Tür aufmache? Kein gutes Zeichen. Das sieht ziemlich hot aus. Oh, warte, habe ich die Zugputter auch runtergesetzt? Kann das sein? Na, das ist wieder so jener. Der ist auch Geschichte. Da drüben ist einer. Da ist einer. Also egal, wie ich es mache. Zähle und Ekelpass. Zähle? Was? Was? Verdammt! Wie komme ich hier wieder weg? Oh, oh, da ist was, da ist was, da ist was. Okay, der Typ her. Okay, gut, 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 gut. Au! Oh Gott, die schieben mich aber ordentlich runter, die Dinger. Ah, das ist ja Dreck. Also, du willst mich jetzt verarschen, oder? Ich zieh jetzt an den Hebel, egal was du machst. Okay, ich glaube, damit bewege ich hauptsächlich die Dinger nur zurecht. Die Brücke allgemein an sich. Aber... Oh, oh, warte mal, ich konnte rotieren. Das ist immer was Gutes. Das Haus, das Feuershaus. Cool. Komme ich da jetzt irgendwie rein? Öffne und rein. Ich habe das Ding zugemacht. Cool. Gefällt mir. Drachendochen und Scherben eben halt. Okay, was haben wir hier? Der Typ mit dem Item. Ui! Hey, 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 hey. Damit haben wir jetzt... Au. Okay, 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 ich schaff das. Ich schaff das. Alter. Hey, nein. Das hätte jetzt schief gehen können. Trinken. Ich brauche, glaube ich, irgendwie wieder Knochenstaub oder so. Schimmel, Blüte, Blüte, bla bla. Na gut. Wo geht's denn hier oben hin? Was haben wir denn da? Erzähl doch mal. Sag's mal so wenig. Ich würde eigentlich gern durch die Nebelwand. Nicht von dieser Seite. Aber auf jeden Fall muss ich hier auch lang, so wie es aussieht. Gut zu wissen. So, was, wie mache ich das jetzt mit den zwei Dumpfbacken da drüben? Das würde ich jetzt eigentlich auch mal gern wissen. Zwei Flakons, die rauben mir noch mein letztes Flakon hier. Da ist ja auch noch was. Okay. Oh, so Gott. Ei. Nein. Da kam's von hinten. Weg. Okay, das ist sehr unangenehm. Ich glaube, ich mache zuerst den Bogenschützen. Gott, da steht eine Menge. Der Weg bis dahin ist jetzt auch nicht gerade angenehm. Aber ich werde mich durchbeißen. Ey, jetzt ernsthaft? Was soll denn das? Da kommt der Nächste an. Ach, komm, ey. Du bist kein Waffenspiel. Du bist ein verdammter Zauberer. Au.
Ach, der macht mich jetzt auch noch platt. Wirklich. Ach, komm. Komm, ey, das ist... Ach, komm. Jetzt sind meine Seelen auch weg. 21.000. Ja, gut. So, Penner, diesmal habe ich dich. Oh. Alter, war ich froh, dass der eine weg ist, dann kommt noch so einer. Ah, Mann, ey. Okay, jetzt aber. Wir sehen uns gleich dort. Ich habe irgendwie immer zwei an der Backe. Immer. Die ganze Zeit waren es jetzt zwei. Wenn ich einen wegbekomme, rennt, da kommt der nichts angerannt. Woher? Gott. Die sind lästig. So, diesmal schnappe ich mir den Typ links zuerst. Hätten auch noch so verdammt viel aus. Was? Dreie? Wo kommen die alle her? Was? Fun Fact, ich hatte fast schon wieder genauso viele Seelen wie davor gehabt. Also es ist krass, wie ich hier wieder in die Menge komme. Nee, aber ernsthaft, was? Wo kamen die alle her? Alter. Ich sehe schon, ich muss ordentlich aufräumen hier. Das wird sonst nichts. Okay, versuchen wir es nochmal mit dem hier. Hat schon mal funktioniert. Das ist doch gut. Das ist gut, das ist gut. Oh, jetzt haben wir den auch geschafft. Krass, wie viele Seelen ich nicht wieder am Ende habe. Und verdammt, sind das viele hier bisher. Ohne Mist, das ist hart. Das ist echt hart. So, hier komme ich nicht hoch. Ich könnte eventuell da drüber springen. Komm, wir machen die Nebelwand. Ich will's wissen, was erwartet mich. Was erwartet mich hier? Der Tür Nummer 1. Hey, Bosskampf, Schmelzerdämon. Okay, das wird jetzt vielleicht unangenehm. Oh, okay, krass. Ah, das sieht mir auch ein bisschen Leben ab, sehe ich gerade. Okay, okay, okay. Ach, hey, Mini. Was macht er da? Alter, ich geh voll Schaden. Ich krieg Feuerschaden in seiner Nähe. Ah, na toll. Was soll das? Oh Mann.
okay. Trinken, was das Zeug hält. Oh, es ist mies. Puh. Oh, Mann. Was? Oh. Ich trau den Frieden nicht. Ich wusste es. Puh. Ah, gerade mal die Hälfte. Alter! Ey, bist du mit dem Shit echt besser dran? Und wieder denselben Fehler gemacht. Oh, ich glaube, ich sterbe. Ja. Ach du großer Gott, der hat's in sich. Der hat's in sich. Puh. Schon lange keinen ordentlichen Gegner mehr gehabt. Uiuiui. Und nicht vergessen, der Weg bis dahin ist auch wieder scheiße. Aber okay. Wir hatten schon mehr als die Hälfte, glaube ich. Könnte also was werden. So, mal wieder aufgeräumt. Wir könnten mal zwecks auf Ausrüstung. Irgendwas ist gestorben. Achso. Von denen haben wir immer noch keine bekommen, sonst zusätzlich, außer die zu Beginn. Ja gut, dann will ich sie noch nicht benutzen. Zwei Flakons musste ich jetzt opfern. So. Okay. Es erhitzt es sich schon. Leidet er auch weniger. Okay, konnte ich einigermaßen noch abwehren. Weg da! Das war zu erwarten. Okay. Aber das kann man so sein. Gunsten nehmen. Oh, sehr schön ausgewichen. Au. Oh nein, daran habe ich nicht mehr gedacht. Wieder die Hälfte. Das waren wieder die Hälfte. Kacke! Oh, der ist mies. Nochmal. Den Typen rechtzeitig mal ignorieren. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht noch den Fall ab. Ja, gut. Auf geht's zur Sache. Bin ich gestorben? Da. Anfangs kann man noch gut austricksen. Jetzt erhitzt er sich aber auch schon. Da kriegt er auch weniger Schaden, das nervt. Oder sind es nur die Übergänge? Kann das sein? Ja, jetzt kriegt er wieder mehr. Nehmen wir mal die Zeit zum Heilen. Ich glaube, das ist wirklich nur für die Übergänge. Dann kriegt er weniger. Was? Immer ein Schlag.
was ist das? Der dreht sich ja mit. Das ist so dumm. Was? Wie schnell muss ich mich denn da wegbewegen? Was? Ah, Gott. Das macht doch so keinen Spaß, wenn der sich noch so mitdrehen kann. Das ist... Nee. Nee. Das ist doch nicht in Ordnung, sowas. Ab wieder hin. Okay, nächster Anlauf. Sehen, da hinten. Ach komm, ich hätte Schild oben. Okay. Ach nein, mach das doch nicht. Ich werd schusselig. Ah. Du willst mich jetzt ärgern. So, da geht die erste auf Löten. Immerhin. Oh, mein Gott! Das... Was? Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, wieder hin. Devon, ich verfluche dich und deine irgendwie heiße Phase. Ah, großer Gott! Okay, okay. Geht schon was? Ah ja, das kann ich ja auch zu Beginn schon machen. Ach ja. Eieiei. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel gewollt. Ach, komm. Wenn der nicht so viel... Ich war nicht mal ansatzweise in der Nähe! Habt ihr das gesehen, wo ich lag? Meine Fresse! Unfair! What? Alter. Ach ja! Für Reichweite der hat. Das ist ja unangenehm. Das auf die Seele will ich jetzt auch nicht verzichten. Ach, Mann. Krank. Ich glaube, 90.000 Seelen habe ich gerade versammelt. Oh. Scheiße.
Das Benzin ist gerade echt scheiße. Aber ja, was sehe ich jetzt machen, ne? 90.000. Ich weiß nicht, wie lange ich an den hänge, aber das ist so ärgerlich wegen so einer Kacke. Ach, unangenehm. Aber ich kann mich jetzt voll und ganz ihm widmen, immerhin. Ja, ist klar. Da, er dreht sich mit? Das ist doch nicht richtig so. Mann! Ja, hau doch drauf. Meine Fresse, ey. Weiß nicht, wenn man ausholt, bewegt man sich nicht noch irgendwie instant mit. Ich weiß ja nicht, was die sich dabei damals gedacht haben, aber das ist wie bei den... bei diesen Steinwächtern zu Beginn, der wird da mit dem Streitkolben. Genau dieselbe Leier. Das ist doch gar nicht so richtig. Damit rechnet doch kein Schwein. Wahrscheinlich ist es deswegen so. Ich finde es auf jeden Fall nicht in Ordnung. Naja, aber das geht ja nicht nach mir. Oh Dämon, bitte hör auf, dich so zu drehen. Als wärst du nicht ein Gegner, der einfach nur zum Abfuck gedacht ist. So ungefähr. Das hättest du eigentlich jetzt nicht machen sollen. Ah hey, aus irgendeinem Scheißgrund. Bis zum zweiten Mal. So, versuchen wir mal Abstand zu gewinnen. Stimmt, das macht mir ja auch Schaden. Deswegen scheiß an, da mache ich euch nichts vor. Ich glaube, das wird heute ein langer Part. Freut ihr euch? Interessante Neuigkeiten, Leute. Die ersten fangen schon an, nicht mehr zu spawnen. Und ich werde mal aus Spaß mal Skimitar verwenden. Und ich habe die Seele nicht eingesammelt. Uiuiui. Ah! Ich glaube, jetzt will ich einfach zu viel rollen. Oh, großer Gott. Spätestens jetzt ist die Distanzwaffe eh besser. Ja, das macht mir wirklich schon mal ein bisschen Schaden noch. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen. Gib dich. Okay, jetzt wird's interessant erst. Okay. Ich meine, wenn er sowas öfters machen kann, hätte ich keine Einwände, ehrlich gesagt. Diesmal macht er nicht die Explosion. Aha. Ich glaube jetzt. Oh Gott. Ich brauche Ausdauer. Okay. Oh. Die Angriffe sind schmerzhaft. War das ein Fehler? Ich glaube ja. Nein, war es nicht. Oh mein Gott.
Komm schon. Jetzt gehen wir mal auf alles. Macht's wieder nicht. Jetzt. Ey, du willst mich jetzt verarschen. Yes! Yes! 35.000 Seelen. Das ist mir zu wenig für den Kampf. Ohne Mist. Ohne Mist. Okay, okay, okay. Oh. Puh. Pass auf, Leute. Ich weiß, es ist schon wahrscheinlich lang genug. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe nämlich auch nicht alles geschnitten in dem Moment. Man wird es kaum glauben. Wir gehen zum Leuchtfeuer. Wir gehen zum Leuchtfeuer. Passt auf. Majulo? Level Ups. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh. Ist eine Weile her, dass ich mal so einen Kampf hatte, der wirklich so unangenehm ist. Aber er ist nicht unfair. Er ist einfach wirklich nur unangenehm. Das muss man halt dem Kampf gerade lassen. Puh. Nun ja. Level Ups. Was machen wir jetzt? Um das endlich mal zu vollständigen. Anpassung auf 20. Mein langes Ziel und die Ausdauer erhöhe ich jetzt auch ein Weilchen. Puh. Okay, Leute. Das war der lange Part. Der Rest vom Weißen Schloss sehen wir dann also im nächsten Part von Dark Souls 2. Und bis dahin, macht's gut.